Er ist der Salzburger Shootingstar schlechthin, Chris Steger. 2016 beim Kiddie Contest, ein Jahr später war er bei Voice Kids und 2020 gelingt ihm der große Durchbruch. Als Schlussveranstaltung des Altenmarkter Kultursommers gibt er in der Festhalle ein Konzert. Eines seiner bekanntesten Lieder ist Leicht kennt man's home, mit einem Text, der zum Nachdenken anregt. Warum bringen wir euch nicht andere Erden, wie sie erst was nach Hause? Wo man letzten Buch und die aus dem Markt gibt, hat so. Wie haben wir merken, dass man geht, nicht fressen kann. Mama küsst mir so über die Bomben und die Welt zu zerstören. Und ich hab keine Angst, dass wir streiten und dann alles verlieren. Das war eben die Muse, was ich mache, dass die Leute drüber nachdenken ein bisschen und weil eben das Thema leider jetzt auch wieder sehr aktuell ist. Und ich habe natürlich Leute, mit denen, was ich die Lieder miteinander schreibe, die was sie natürlich auch ein bisschen auskennen. Und darum haben wir das Lied geschrieben, dass die Leute drüber nachdenken, wie man ein bisschen anders stark kommt. Fangt immer mit Mama, hast du einen besonderen Bezug zur Mama? Ja, natürlich habe ich mit meiner Mama einen ganz besonderen Bezug, weil sie ist selber da für mich, sie fährt auch oft mit bei den Auftritten und schaut ein bisschen und für das bin ich frei so dankbar. Über 50 Auftritte in 9 Monaten. Gibt's da noch ein Privatleben? Nein, das Privatleben, das kommt da sicher nicht zu kurz. Unter der Woche habe ich fast immer Zeit, da gehe ich Fußball spielen, Tennis spielen und ein bisschen sporteln und das passt schon. Und am Wochenende kann ich da weg sein. Dafür freue ich mich alle, wenn ich dann wieder heimkomme. Der Altenmarkter Kultursommer möchte Kunst aus der Region für die Region präsentieren. Ein lokaler Künstler, der es aber da zu einer sehr großen Bekanntheit schon gebracht hat, ist, glaube ich, eine gute Veranstaltung als Schlussveranstaltung. Und wie man auch gesehen hat, ein sehr guter Erfolg, war eine gute Stimmung. Nein, es ist einfach voll cool, dass man sowas wie heute machen kann. Altenmarkt gar nicht weit weg von mir, eigentlich fast ein Heimspiel. Und es ist voll gut, da verstehen mich die Leute da. Und es ist einfach eine Riesenfreude, wo man andere Leute Gaudi machen kann, wenn ich Musik spielen kann. Ich habe es voll cool gefunden, es war voll die super Stimmung da herinnen und es hat voll gut gepasst. Ich hoffe, dass er wieder mal vielleicht kommt. Was für Lied hat dir am besten gefallen? Hast du vom Chris ein Lieblingslied? Sehr fix. Der Kultursommer wird seit diesem Jahr von einer neuen Crew organisiert. Es hat ja bei uns einen Wechsel gegeben. Wisberger Peter und Waldraut in Pension haben sie zurückgezogen. Wir haben neue Leute beim Bildungswerk, die Astrid Buchsteiner und von der Gemeindeseite her der Achim Winter. Es war sozusagen eine Feuertaufe für diesen heurigen Kultursommer. Aber die zwei haben das wirklich gut hingekriegt. In Summe war das wirklich eine gute Veranstaltung. Erfolge gehören gefeiert und da geht man dann